Was geht? Herzlich willkommen zurück. Wir haben endlich die Hidden Gem Challenges erledigt. Das hat Ewigkeiten gedauert. Ich kam raus, als Derrick Rose sein Retirement bekannt gegeben hat. Ich glaube, Freitag oder Donnerstag. Seitdem 5 Challenges. Ich habe es hinter mich gebracht. Sagen wir es so: die Dunks, Krise, Dreier, 150, Dreier, 150 Dunks, 5x25 Punkte mit einem Point Guard und dann auch zwei andere Sachen. Wir haben es hinter uns gebracht. Viel offline auch gemacht, aber es ist egal. Wir bekommen jetzt ein 92 plus Hidden Gem. Hidden Gems sind generell Karten, die später irgendwann mal rauskommen. Karten, die zum aktuellen Zeitpunkt etwas besser sind als die normalen Karten, die rauskommen. Wir sehen, wir haben schon einen Diamond. Ein Pink Diamond war, glaube ich, gar nicht möglich. Unwahrscheinlich. 92 plus heißt Diamond 92, 93, 94 und dann wird schon Pink Diamond ab 95. Deswegen gab Leute, die haben 94er bekommen. Aber wir gucken mal, wen wir hier bekommen. Ich weiß es schon, ich habe es aus Versehen geöffnet und dann habe ich die Aufnahme gedrückt und habe nicht live reagiert. Aber wir schauen mal, was ich hier so bekomme. Ich öffne das Pack und sehe dann Folgendes. Ich sehe eine gute Nachricht und zwar 85 Dreier. Es hätte passieren können, dass wir irgendeinen Center bekommen, der kein Dreier hat. Power Forward. Warriors, ich dachte, das ist Draymond Green. Aber nein, es ist Donyell Marshall, Power Forward, Small Forward mit einem 85 Dreier Power Forward, Small Forward. Bin ich erstmal zufrieden. Ich wusste da zu dem Zeitpunkt allerdings noch nicht, was verbirgt sich noch hinter der Karte. Und deswegen gehen wir direkt mal in die Aufstellungseinstellungen und schauen, dass wir uns Donyell Marshall in das Lineup reinholen. Gucken uns mal die Karte an und schauen uns die Werte, Plaketten an. Und dann später auch nochmal in den Freestyle reingehen, wieso der Release ist. Also 89er Defense, 94er Offense, 2,6 Meter groß, das ist perfekt für ein Power Forward. Die Defense könnte natürlich ein bisschen besser sein. Wir haben, wie gesagt, 85 Dreier, 75 Dank aus Stand und Bewegung, 79 Ballhandling, Blocken, Steal, Defense ist gut, Rebounding ist in Ordnung, Geschwindigkeit 82, Mobilität war auch im 80er Bereich, glaube ich. Wir haben Scharfschütze und Setshot Specialist auf Hall of Fame. Außerdem auf Flink, abseits vom Ball, Ziegelwand, gute Plaketten, sehr, sehr gute Plaketten. Ausblock Beast und Rebound Chaser kann man noch ausbauen. Außerdem hat man noch 5 Badge-Spots frei, wo man ihn aufbessern kann. Und jetzt gucken wir mal im Freestyle, wieso der Release ist von dem guten, guten, guten Donyell Marshall. Schauen erstmal mit Viereck. Wie ist der Release so mit Vierecken? Schöner Release, den ich direkt treffe. Man muss im Hinterkopf behalten, das ist jetzt gerade auf Rookie. Habt ihr auch manchmal das Problem, dass im Freestyle euer Ball durchsichtig ist? Ich hasse das wie die Pest. Das ist jetzt auch hier für das Video gar nicht so geil. Aber wir müssen jetzt leider damit leben. Ich habe das jetzt aufgenommen. Ich werde es jetzt nicht nochmal aufnehmen. Man sieht den Release. Es ist kein super schneller Release, aber es ist auch kein ekelhafter Release. Ich habe dann irgendwann natürlich angefangen, ihr seht das an dem Shot-Feedback mit dem Push-Timing und dem Tempo. Ich habe dann angefangen, das Rhythm-Shooting zu benutzen und ich habe generell das Rhythm-Shooting angefangen, lieben zu lernen. Vor allem, wenn man Online-Showdown spielt, da werden jetzt auch einige Videos kommen, die ich aufgenommen habe, die ich nachkommentieren werde. Im Breakout- oder im Breakdown-Modus, also ihr könnt gerne schon mal in die Kommentare schreiben, ob ihr sowas feiern würdet, wenn ich dann wirklich mein Spiel mal analysiere, vielleicht auch mal anhalte, zurückspule, so ein paar Aktionen einfach mal genauer angucken. Und man sieht auf Hall of Fame, der Schuss, der fällt und der ist eigentlich für das Rhythm-Shooting wie gemacht, weil man hat genau diesen höchsten Punkt, wo man ganz genau weiß, okay, jetzt muss ich den nach vorne flicken. Moving Shots sehen eigentlich, der Release für die Moving Shots sieht auch ganz gut aus. Step Back, ein bisschen langsam, aber der Wurf gefällt mir richtig gut. Auch mit Setshot Spezialist auf Hall of Fame, das ist schon krass. Und ich glaube, Scharfschütze war die andere auf Hall of Fame. Das heißt, auch hier, wenn Closeout kommt, sind wir relativ immun dagegen. Die anderen Wurfplaketten auch auf Gold. Ich überlege, ob ich ihm noch Limitless Range geben soll, aber insgesamt eher die Defensivplaketten, um ihn da nochmal ein bisschen stärker zu machen. Die Plaketten, die jetzt noch wirklich fehlen, die ich ihm noch nicht gegeben habe, sind felsenfester Abräumer. Das, was früher, glaube ich, Immovable Enforcer war. Zumindest sieht das Bild noch genauso aus. Und die anderen drei Plaketten, die ich dem gegeben habe, kann ich jetzt gerade gar nicht genau sagen aus dem Kopf. Vielleicht sehen wir das gleich noch im Video. Aber ja, wir werden das spätestens im nächsten Stream oder im nächsten Video sehen, wenn es mal mit dabei ist. Könnt ihr in den Kommentaren auch gerne nochmal nachfragen, wenn es euch wirklich interessiert. Aber
die Wahrscheinlichkeit, dass noch mehr Leute den Daniel Marshall hier haben, ist relativ gering, weil die Hidden Gems, das sind so viele und die sind so selten. Und ja, ihr habt bestimmt andere Spieler bekommen. Schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr bekommen habt. Ich bin mit dem Kollegen recht zufrieden. Wir gehen jetzt auch, glaube ich, in die Plaketten mal rein und da kann man mal gucken. Also ich habe ihm auf jeden Fall Challenger gegeben. Das musste ich mir dann noch dazu kaufen. Ich könnte überlegen, ob ich ihm Ziegelwand auf Hall of Fame gebe von den anderen Plaketten hier. Also Ausblock Beast werde ich verbessern, aber ich werde sonst nichts mehr dazu geben. Dann bei der Seite werde ich ihm oben rechts Immovable Enforcer geben. Dann haben wir noch Offball Pass, das habe ich ihm auf jeden Fall gegeben. Und hier diesen Zonenverriegeler, den habe ich ihm auch gegeben. Jetzt bin ich am überlegen, ob ich ihm die Onball Pass gebe, also Onball Menace oder Limitless Range. Ich glaube, mit dem Rating und den anderen Plaketten, die hat, braucht er Limitless Range nicht unbedingt. Ich würde dann lieber auf Perimeter Menace gehen. Weil, wenn ich dann mal X-Switch mache oder switche, dann haben wir hier trotzdem noch eine sehr, sehr stabile Defense dank der Plakette. Da gerne auch mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Und auf der dritten Seite, beziehungsweise auf der vierten Seite, ist nichts mehr. Pick-Ausweicher könnte man noch, aber gut, was gibst du dafür ab? Wendiger Finisher muss nicht sein. Rebound-Jäger gibst du auf Gold. Posterizer auf Hall of Fame muss nicht sein. Pogo-Stick, schade. Also es fehlen schon ein paar Plaketten. Wir haben 2 auf Silber, 12 auf Gold und 2 auf Hall of Fame. Das ist ein bisschen wenig, aber ich will mich nicht beschweren. Das ist eine Free-Karte. Ich hatte eh überlegt, ob ich einen Power-Forward nochmal brauche, noch Seeker-Leader zu bekommen. Mein Team sieht jetzt ziemlich stabil aus. Man wird es auch gleich nochmal sehen, wenn wir ins Menü zurückgehen, sofern wir das überhaupt sehen. Und ja, Seeker-Lee, Ruland, dann haben wir Sharif Abdurrahim, dann haben wir hier Daniel Marshall. Ich habe Gems of the Game Jay Crowder noch bekommen. Ich habe meinen Covington noch. Ich habe noch MLK. Ich habe Anthony Parker. Ich habe Tracy McGrady. Und dann habe ich Chris Paul auf Point Guard. Und ich habe mir jetzt noch Austin Rivers dazu geholt. Der braucht allerdings auch Plaketten, die relativ teuer sind. Ich habe immer noch Jim Clemens. Und ich habe 150, jetzt 130. Also im Video steht noch 150. Aber ich habe jetzt aktuell 130.000 MT. Also da kann man auch noch was machen. Jetzt kam ein Drop raus mit Victor Oladipo. Der wird heute, wo ihr das Video seht, am Dienstag rauskommen. Das ist eigentlich auch nicht schlecht. Haidibo feiert die Karte. Weiß nicht, ob ich die MTs jetzt so früh ausgeben will. Aber Daniel Marshall für mich eigentlich einer der perfekten Spieler, die ich bekommen konnte. Weil jetzt kam Al Harrington raus, den ich mir eigentlich fast geholt hätte. Ist aber leider ein bisschen teuer geworden. Und deswegen ist das für mich der perfekte Ersatz. Ein Power Forward, der shooten kann, Pick and Popper. Harrington ist in der Defensive ein bisschen besser. Vielleicht hole ich mir trotzdem, wenn ich dann Sharif Abdurrahim verkaufe. Das aber nur, wenn ich mit Austin Rivers, mit Plaketten so zufrieden bin, dass ich sage, okay, das reicht erstmal. Wie gesagt, ich habe immer noch Jim Clemens. Aber hey, ich laber zu viel rum. Daniel Marshall aus den Hidden Gems. 92 plus Belohnungspack. Was habt ihr? Schreibt es mir in die Kommentare und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Vielen Dank fürs Zusehen.